Seit Anbeginn der Zeit verehren die Chinesen drei Götter des Wohlstands und des Reichtums. Hu, Lu und Su. Um sich der Gnade und des Wohlwollens dieser Götter sicher zu sein, fertigen sie kostbare Statuen nach ihrem Abbild. Jetzt wird zum ersten Mal um diese Statuen gekämpft. Hier treffen die größten Kampfsport-Superstars aufeinander. Nach Enter the Dragon kommt jetzt Eyes of the Dragon. In der Hauptrolle erleben Sie Asiens Superstar Nummer 1, Cynthia Rothrock. Sie ist fünffache Karate-Weltmeisterin. Zu Rothrocks Filmhits gehören Ultra Force 2, Karate Tiger 2, Der magische Kristall und ihr letzter Hit Raging Thunder. In Eyes of the Dragon erleben Sie den fünffachen amerikanischen Karate-Champion George Chang in seiner ersten Filmrolle. Wie du eine bist, werden wir die gestohlenen Figuren in 10 Jahren nicht zurückbringen. Außerdem den fünffachen Mittelgewichtsweltmeister Bill Wallace, genannt Superfoot, und Australiens Karate-Kinostar Richard Norton, den Sie schon aus Filmen wie The Octagon, Force 5 und Gymkata mit Chuck Norris kennen. Dieser Film ist vollgepackt mit atemberaubender Spannung und Abenteuer. Ein Film mit Superstars. Ronnie Lott, dem Teenidol Troy Donahue und dem Emmy-Preisträger Chuck Jeffries. Cynthia Rothrock führt eine Gruppe Spezialisten an, die ihrem Besitzer 4 wertvolle Statuen zurückbringen sollen. Aus einem ganz normalen Auftrag wird eine Jagd voller Action und Abenteuer. Sie kämpfen nicht nur gegen ein paar wild gewordene Karatemeister, sondern liefern sich die reinsten Straßenschlachten. Hier darf einer nicht fehlen, der koreanische Taekwondo-Meister Hee Il-cho. Und noch ein Superstar, Japans Karate-Star Heidi Ochiai. Geballte Action in einem Abenteuerfilm der Spitzenklasse mit noch nie dagewesenen Kampfszenen. Eyes of the Dragon. Ein Film, der voll ins Schwarze trifft.